Was nicht zu kurz kommen sollte, ist natürlich auch Entspannungstraining. Wir haben den ganzen Tag einen hohen Aktionismus. Wir sind natürlich auch zu Hause immer sehr, sehr aufmerksam, was unsere Arbeit anbetrifft. Ablenkung ist auch da. Und heute machen wir jetzt wieder ein bisschen Aufmerksamkeitstraining, das heißt autogenes Training, das Gehirn nur mit einer Sache beschäftigen. Und deswegen dürft ihr jetzt mal die Augen schließen. Habt ihr die Augen alle zu? Sehr schön. So, und jetzt geht ihr mal her und lasst mal ganz locker. Wenn ihr atmet, atmet ihr gleichmäßig und tief. Ihr seid jetzt hier. Ihr habt keinerlei Termine. Ihr müsst nichts machen, sondern im Moment nur hier bleiben. Nur hier, sonst nirgends. Ihr achtet jetzt darauf, dass ihr euch mal komplett nur auf das fokussiert, was ich euch jetzt gleich erzähle. Ihr geht jetzt einfach mal in euer linkes Bein ganz nach unten. Fahrt mal von oben vom Kopf runter ins linke Bein rein. Dann fahrt ihr durch den Oberschenkel durch. Ihr kommt am Knie vorbei und jetzt kommt ihr in die Wade rein und von der Wade geht ihr in den Fuß. Und jetzt fühlt mal im linken Fuß, ob da irgendwas angespannt ist. Wenn ja, dann lasst ihr das jetzt locker. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter vor in die Fußzehen und spürt mal die Fußzehen, ob da irgendwo irgendwas angespannt ist. Wenn ja, lasst das jetzt locker. Der ganze linke Fuß ist jetzt locker. Jetzt geht ihr mal an den linken Knöchel. Wenn ihr jetzt am linken Knöchel angekommen seid, dann fühlt mal und lasst den linken Knöchel jetzt locker. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter nach oben in die linke Wade. Fühlt mal die Wade. Wenn die irgendwie noch eine Spannung hat, dann lasst sie jetzt locker. Jetzt gehen wir ans linke Knie. Fühlt mal euer linkes Knie und geht mal ins linke Knie rein, scannt mal da durch und guckt, ob da irgendwo im linken Knie noch eine Spannung ist. Wenn ja, dann lasst ihr jetzt das linke Knie jetzt locker. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach oben in den linken Oberschenkel und fühlt mal bitte den linken Oberschenkel. Wenn der linke Oberschenkel angespannt ist oder irgendwo eine Spannung vorliegt, dann lasst ihr jetzt den linken Oberschenkel locker. Wir gehen ein bisschen weiter nach oben an die linke Pobacke. Spürt mal, ob in der Pobacke noch irgendwo Spannung ist. Wenn da Spannung sein sollte, dann lasst ihr jetzt ganz bewusst locker. Jetzt gehen wir rüber, gehen langsam runter mit unserem Scanner runter in das rechte Bein, ganz nach unten über den Oberschenkel, am Knie vorbei, übers Schienbein, über die Waden, ganz nach unten. Und jetzt seid ihr ganz unten im rechten Fuß angekommen. Und jetzt überprüft mal bitte euren rechten Fuß, ob im rechten Fuß oder in den rechten Fußzehen irgendwo noch Spannung drin ist. Wenn da jetzt Spannung sein sollte, dann lasst ihr jetzt den rechten Fuß inklusive aller Fußzehen ganz locker. Wir gehen ein bisschen in die Fußsohle rein, Fußsohle überprüfen. Wenn da was angespannt ist, dann lasst ihr jetzt locker. Wir gehen ein bisschen weiter nach oben zum rechten Knöchel. Rechten Knöchel überprüfen und jetzt locker lassen. Jetzt geht ihr noch ein bisschen weiter nach oben Richtung rechte Wade reinfühlen. Wenn da noch Spannung ist, dann lasst jetzt die rechte Wade locker.
Wir gehen ein bisschen weiter nach oben, ins rechte Knie. Fühlt mal im Knie, ob da irgendwo irgendwas angespannt ist. Wenn ja, dann lasst ihr jetzt das rechte Knie ganz locker. Jetzt geht er vom Knie ein bisschen weiter nach oben in den rechten Oberschenkel. Fühlt mal den Oberschenkel. Wenn im rechten Oberschenkel noch irgendwo irgendwas angespannt ist, dann lasst ihr jetzt den rechten Oberschenkel ganz locker. Jetzt geht er noch ein bisschen weiter nach oben zur rechten Pobacke. Spürt mal, fühlt mal rein. Wenn da irgendwas irgendwie angespannt ist, dann jetzt bewusst die rechte Pobacke locker lassen. Und jetzt scannt ihr nochmal von oben nach unten, von der Hüfte angefangen, vom Po, fahrt ihr langsam in beiden Beinen runter, durch den Oberschenkel, übers Knie weg, über die Waden, runter bis zu den Knöcheln, in die Füße rein und jetzt mal ganz bewusst jetzt locker lassen. Alles ist ganz entspannt. Ihr spürt, wie die Beine jetzt immer schwerer werden. Die werden richtig schwer, weil sie vollkommen entspannt sind. Ihr fühlt jetzt in den Beinen keinen Druck mehr, keine Spannung, nichts mehr. Ihr seid völlig entspannt. Die Beine sind ganz locker. Jetzt gehen wir in die linke Hand. Fahrt mal von der linken Schulter runter mit eurem Scanner am linken Oberarm, linker Ellbogen, linker Unterarm und jetzt kommt ihr in die Hand rein und jetzt fühlt mal die linke Hand an inklusive aller Finger und lasst jetzt komplett die linke Hand locker. Sehr schön. Linke Hand ist ganz entspannt. Die linken Finger sind entspannt. Der linke Handteller ist entspannt. Das linke Handgelenk ist ganz locker. Und jetzt geht mal in den linken Unterarm. Und wenn ihr im linken Unterarm seid, fühlt und lasst jetzt den linken Unterarm ganz locker. Wir gehen an den linken Ellbogen. Reinfühlen, jetzt locker lassen. Linker Oberarm, vorderer Oberarm, hinterer Oberarm, beide. Überprüfen und jetzt locker lassen. Wir gehen noch ein Stückchen weiter nach oben in die linke Schulter. Schulter überprüfen und jetzt die Schulter ganz locker lassen. Der ganze linke Arm ist völlig entspannt. Einmal durchscannen von oben bis unten und jetzt fühlt ihr, der ist total entspannt. Jetzt gehen wir rüber in die rechte Hand. Ihr fahrt von oben, von der rechten Schulter, über den Bizeps, Trizeps nach unten, über den Ellbogen, Unterarm, Handgelenk, ganz nach vorne rein in die Fingerspitzen. Und jetzt fühlt ihr mal, ob da irgendwas angespannt ist. Wenn ja, jetzt locker lassen. Alle Finger an der Hand sind jetzt völlig entspannt. Die Handfläche ist entspannt, der Handrücken, das Handgelenk, der Unterarm. Alles ist völlig entspannt. Und so gehen wir jetzt noch ein Stückchen weiter nach oben. Alles ist entspannt. Und jetzt gehen wir ganz nach oben. Noch ein Stückchen höher. Jetzt geht mal nach oben ins Gesicht, langsam ins Gesicht. Jetzt fühlt mal euer ganzes Gesicht an.
ganz bewusst im Gesicht bleiben. Was machen die Augen? Was machen die Augenhöhlen? Was macht die Stirn? Was macht die Nase? Was machen die Wangen? Und jetzt einmal bitte das gesamte Gesicht komplett entspannen. Schön locker lassen. Und ihr fühlt jetzt so langsam, wie euer Körper ganz schwer wird. Richtig schwer. Alles ist völlig entspannt. Ihr fühlt euch sehr, sehr wohl, weil es euch sehr, sehr gut geht und weil ihr völlig entspannt seid. Ihr seid ganz zufrieden. Euch geht es wunderbar. Und jetzt bitte einmal vorstellen einen schönen Strand. Schaut mal in euer Gehirn und da findet ihr ganz viele Bilder. Und das erste Bild, was ihr jetzt seht, ist ein Strand ganz für euch alleine. Blaues Wasser, blauer Himmel und eine schöne, große, gelbe, warme Sommersonne. Und diese Sonne, die strahlt euch jetzt ins Gesicht. Und ihr spürt jetzt in dem Moment die Wärme im Gesicht. Eine ganz tolle, warme Sonne. Ihr hört nichts außer ein ganz leichtes Rauschen des Meeres und ein ganz kleines bisschen Wind. Und ihr fühlt die Sonne im Körper. Auf der Haut, wie sie euch komplett durchströmt. So warm, so angenehm, so schön. Euch geht es gut, ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr seid im Hier und im Jetzt. Ihr seid völlig entspannt, euer Körper wird immer schwerer. Immer schwerer. Und in eurem Kopf sind wunderschöne Bilder von einem schönen Meer, einem tollen Strand für euch ganz alleine. Die Sonne wärmt euch, euch geht es so gut, ihr seid völlig entspannt. Ihr habt den ganzen Nachmittag für euch alleine. Ihr seid im Hier und im Jetzt. Ihr genießt komplett eure Auszeit. Ihr fühlt euch gerade sehr, sehr wohl. Die Sonne durchflutet euren ganzen Körper, die Wärme ist spürbar. Ihr spürt jetzt gerade die Sonne im Gesicht, wie sie euch wärmt, wie sie euch Kraft gibt, wie ihr völlig entspannt, um eure Akkus aufzuladen, um wieder ordentlich Leistung abgeben zu können, seid ihr jetzt gerade völlig entspannt. Und euch geht es so gut, unglaublich, wie schön dieser Moment gerade ist, dieser Sonnenschein. Allein den Strand, nur ganz natürliche Geräusche. Alles ist völlig entspannt. Euch geht es richtig gut. Ihr seid ganz, ganz tief entspannt. Euch geht es gut, ihr seid gesund, ihr habt alles, was ihr braucht. Und im Moment seid ihr für euch ganz alleine am Strand. Die Sonne wärmt euch, ihr spürt den Sand, ihr hört das leichte Rauschen des Meeres. Ihr fühlt einen ganz leichten Wind, der über euren Körper drüber streichelt. Ihr fühlt die Wärme der Sonne auf dem ganzen Körper. Und euch geht es so gut, weil ihr so gesund seid, völlig erholt. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und ihr seid ganz schwer, ganz entspannt. Und es ist so schön, dieser Moment für euch ganz alleine. Es ist so ein schöner Moment, weil ihr habt alles, was ihr braucht.
Es ist euch warm. Ihr fühlt euch wohl. Ihr habt Ruhe für euch. Ihr seid ganz aufmerksam und hört das Meeresrauschen. Die Sonne. Ein ganz, ganz leichter Wind, der so ganz vorsichtig über euch drüber weht, der immer so eine schöne, angenehme Kühle mit sich bringt. Die Hände sind im Sand, ihr spürt den Sand an den Händen und ihr hört ganz genau, wie ganz vorsichtig das Meer rauscht und ein ganz schönes, kleines Liedchen für euch singt. Und die Sonne ist so angenehm, es ist so schön gerade. Und ihr fühlt euch so gut, so wohl, ihr seid gesund, ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr lasst ganz locker. Ihr seid völlig entspannt. Alles ist ganz entspannt und es geht euch so gut. Und locker lassen. Sehr schön, ganz gleichmäßig atmen, den Moment genießen, die Sonne genießen, den Augenblick genießen. Ihr habt alles, was ihr braucht, euch geht es gut, ihr fühlt euch wohl und ihr seid gesund, ihr seid glücklich, ihr habt alles, was ihr braucht. Körper ist ganz schwer, ihr seid völlig entspannt, euch geht es gut, es ist eure Zeit für euch ganz alleine, für euch ganz alleine ist eure Zeit. Und jetzt atmet ihr einmal über die Nase tief ein, holt mal Luft. Und wenn ihr ausatmet, lasst die Luft raus und ganz entspannt und alles locker lassen beim Ausatmen. Schön. Und nochmal Luft holen. Über die Nase einatmen. Und dann lasse Luft raus aus dem Körper und entspannt euch. Sehr schön. Nochmal über die Nase einatmen. Schön sanft. Und beim Ausatmen schön locker lassen. Und nochmal über die Nase einatmen. Und dann beim Ausatmen ganz locker. Ihr liegt immer noch am Strand, ist alles gut, ist alles warm, ist alles schön. Aber jetzt fangt ihr an, geschmeidig zu atmen. Ah, und das Genießen, wie schön ist das. Nochmal tief Luft holen und ausatmen und den Atem schön fließen lassen. Sehr schön. Und jetzt nehmt ihr mal die rechte Hand, macht mit der rechten Hand eine leichte Faust. Und dann nehmt ihr die linke Hand und macht mit der linken Hand eine leichte Faust. Und nochmal die rechte. Und nochmal die linke. Jetzt macht ihr die Augen langsam auf. Langsam aufmachen. Und wieder zurückkommen.